Hey, hallo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Heute mal wieder aus dem Wald. Ein Sondelvideo, schon lange keins mehr gemacht. Ich bin jetzt in diesem Wald, den ich mir gestern schon angesehen habe. Die Autobahn ist in unmittelbarer Nähe. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Weil heute kommt ein bisschen viel aufeinander. Ich habe hier einen neuen Platz. Eine neue Kamera oder besser eine andere Kamera. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich mit 100% zurechtkomme. Ich habe dann ausprobiert, wie der Ton ist. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich werde mal ein paar Aufnahmen auf alle Fälle mit dieser machen. Die ist an so einem Kopfband montiert, das man an der Stirn trägt. Und so filmt die Kamera genau das, wo ich hinsehe. Deswegen auch die bisschen hektischen Schwenks. Ich bitte dies am Anfang zu verzeihen. Ist mal ein Versuch, weil da hat man die Hände frei für die Schaufel und was man halt sonst so braucht. Ja, Detektor ist soweit bereit. Ich würde sagen, legen wir los und wir sehen und hören uns beim ersten Piep. Bisher noch kein Signal. Heute geht ja das Wetter mal. Es ist trocken, also zumindest schneit es oder regnet nicht. Es sind knapp etwa 3 Grad über Null. Da dachte ich mir, müssen wir ausnutzen das Wetter heute. Aber es ist sehr laut hier. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich die Kopfhörer mit. So, hier haben wir das erste Signal. Genau hier ist es. Schauen wir mal. Der Boden ist nicht so toll. Ziemlich viele Wurzeln. Ist noch drin. Doch ganz schön hart. Detektor mal zur Seite legen. Gefroren ist der Boden nicht. Alles ziemlich schnell getaut. So, da schauen wir mal, ob es noch drin ist. Das ist draußen.
Ich hole mal den Pinpointer. So, da bin ich wieder. Draußen ist es. Jetzt habe ich den falschen Pinpointer mitgeholt. Na egal. Wird schon gehen. Da. Ja, das ist es. Keine Ahnung, was das ist. Schauen wir mal. Handschuhe. Na, wo ist es jetzt? Ah, hier. Schauen wir mal, was das ist. Seltsam, was ist das? Ah ja. Könnt ihr es sehen? Das ist ein Stück von einer Granate. Naja, okay, besser als Müll. Ja, dann schauen wir mal weiter. So, da bin ich wieder. Keine 2 Meter, 3 Meter daneben. Nächstes Signal. Scheint etwas Größeres zu sein. Schauen wir mal. Und der Boden ist genauso hart. Boah, ist der hart. Ganz schwarz. Draußen, wie es aussieht. Langsam wird es dunkler. Ich hoffe, es bleibt trocken. Na? Da war was. Das ist es nicht. Ich glaube, ich hab's. Na, meine Freunde. Eisen. Ein Splitter. Bombe oder Granate wahrscheinlich. Ganz schön schwer. Naja, der kommt in die Schrotttasche. Dann suchen wir mal weiter. Loch wieder zumachen.
Hier ist auch was, ganz schwach. Könnte was Gutes mal sein. Hier genau ist es. Das war die Schaufel. Oh ja, hart. Das ist gleich eine dicke Wurzel. Genau an der Stelle. Da ist er schon. Ja, das ist er. Schon wieder ein Eisensplitter. Den Diskriminator wollte noch ein bisschen mehr zudrehen. Aber die Dinger sind so massiv. Liegen hier auch nicht sehr tief. Da ist er. Eisen. So. Hier ist das nächste Signal. Hier. Genau hier. Wurzeln. Aha. Draußen ist es wohl. Schau mal, was das ist. Was Kleines. Na? Ich sehe nichts. Schauen wir mal nochmal. Hier.
Jetzt ist es weg. Hier scheint es drin zu sein. Schauen wir mal. Ah, da ist es. Es ist kein Eisen, metallisch. Klar, sonst hätte der Detektor ja nicht gefunden. Was ist das? Scheint aus Kupfer zu sein. Ein Draht? Nee. Wenn es ein Geschoss ist, müsste es ein sehr großkalibriges Geschoss sein. Naja, nehmen wir es mal mit, schauen wir mal zu Hause, nachdem wir es sauber gemacht haben. Vielleicht sieht man dann, was es ist. So, viel war es ja nicht. Was wir hier gefunden haben, wird aber auch schon wieder duster. Ich mache mich jetzt langsam auf den Nachhauseweg. Ich habe ein Stück zu laufen bis zum Auto. Und da unten sind Leute. Spaziergänger mit Hund, ja. Ja, das war es jetzt mal wieder von mir. Dieses Video ist ein bisschen kürzer. Aber ich habe da noch was im Petto, was in den nächsten Tagen noch folgt. Lasst euch überraschen. Ist was ganz Spannendes. Und es ist nicht aus dem Wald. Hat aber auch mit Sonnen zu tun. Mehr verrate ich noch nicht. Ja, an dieser Stelle nochmal herzliche Grüße an den Lord of Treasure. Dem habe ich viele Tipps hier zu verdanken. Auch der Tipp mit dem Pinpointer war super, habe ich auch den neuen jetzt bekommen. Er liegt dummerweise zu Hause, habe den falschen mitgenommen. Ich habe nur den kleinen Rucksack dabei. Sollte heute mal eine schnelle Tour werden. Aber ich denke, das Waldstück hier kann man abhaken. Gibt nicht viel her, aber ich habe ja noch genug andere Stellen. So, dann wünsche ich euch noch was. Bleibt sauber. Lasst mir einen Daumen hoch. Oder wenn euch etwas nicht gefällt, könnt ihr das natürlich auch gerne sagen. Ja, wie gesagt, die Kamera war ein Flop. Ich nehme nächstes Mal nochmal die richtige Videokamera mit. Ansonsten, ja, wenn ihr nicht habt, abonniert meinen Kanal, empfiehlt ihn weiter und meine Videos. Ich wünsche euch noch was. Bis dann. Ciao. Oh.